schmeiß das weg. Onkel Billy und ich, wir sehen das wirtschaftlich. Wir holen uns dein Scheiß, verkaufen den zum Wucherpreis. Was nicht mehr geht, wird schnell repariert, recyceln alles garantiert. Na hör mal, das ist doch kein Müll. Wir sind die Bahn Finders, wir wollen in deine Scheune. Die Bahn Finders, Reflex ohne jede Bräune. Dein Schrott, den nehmen wir und dein Schraub nehmen wir zusammen. Was? Klar, das ist neu. Die Bahn Finders und wir wollen in deine Scheune. Die Aliens finden's angenehm, wir sind die Bahn Finders. Yeah! Hallo? Ich will doch nur nach Hause. Draußen? Es gibt den Schalter draußen. Oh Mann, ey. Onkel Billy, wir müssen zum Mond. Onkel Billy, wir müssen in den Weltraum! Pack die Sachen ein, Onkel Billy! Ich hab da drin komische Geräusche gehört, Jochen! Ja? Ich hab hier drin auch ein paar komische Geräusche von dir gehört. Du stinkst! Ab nach Hause! Los! Wir müssen zum Mond! Und noch viel, viel weiter! Abfahrt! Los geht's! Wir müssen da hoch. Brauche ich dafür irgendeinen Anzug oder gehe ich da einfach so hin? Mit dem Strohhalm einfach, um noch ein bisschen Luft zu atmen so? Ja. Also habe ich es doch auf der Karte richtig gedeutet. Erinnert euch, als wir gemeinsam mit unseren wachen Augen den Mond auf der Karte entdeckt haben, dass, aber wie viel Benzin braucht denn das Auto für den Mond? Wie kommen wir denn da hin? So, gucken wir doch mal. E-Mail. Jimbo Pharma Bierhelm einpacken und zuschicken. So. Jetzt gehe ich mal ins Bahnhub. Ah ne, das ist gerade outgetimed, weil es ist schon Nacht. In diesem Sinne, du hast ausgeladen, genau, Onkel Billy. Das heißt, wir gehen schlafen und dann, was passiert dann? Was passiert denn jetzt? Ich will zum Mond! Es wird ein so kleiner Schritt für mich. Aber ein so großer Schritt für die nächste gute Party. So, und wir brauchen Luna Witt. Ha? Steve Gray, Mission Mond. Nochmals vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Kannst du mir bitte eine Flasche Galaxy Luna Witt mitbringen? Mit deinem Truck-Aufwertung sollte es eigentlich ganz einfach sein. Wenn du den Galaxy Luna Witt hast, schick ihn mir bitte. Ich möchte noch etwas aufpeppen, bevor wir ihn an Bobby Gray ausliefern. Auftrag annehmen. Der Mond. Ein Himmelskörper, der als einziger natürlicher Satellit die Erde umkreist. Er ist der fünftgrößte Satellit des Sonnensystems und der größte unter den Planeten. Satelliten im Verhältnis zur Größe des Planeten, den er umkreist. Leute, wir fliegen jetzt zum Mond. Hey Jungchen! Ab geht's zum Mond! Oh. Okay, Onkel Billy, ich... Oh! Die bauen unser Auto zu einem Raketenauto um! Onkel Billy hat einen Raumanzug! Wie geil ist das denn? Das will ich ja unbedingt sehen! Das sah ja großartig aus! Und das ist ja mal eine tolle Raumstation. Die ist auch von Mikko? Stimmt, weil Mikko hat ja oben den Luna wird gestohlen. Das gibt es doch nicht. Was für ein starkes Stück. Was ist denn nur los in dem Spiel? Ist das geil. Oh, mit Mopsgeschwindigkeit. Und ich bin hinten drauf, oder? Kann das sein? Weil Billy fliegt ja den All. Ist das gut, ey. Wow. Junge, die Karre kann aber auch alles.
Miko, it should fly. Oh, dieses Spiel ist wirklich geil. Der Mond. Willkommen auf der dunklen Seite. Ne, auf der dunklen Seite des Mondes wohnen die Nazis. Oh, Die Sicherheitsanlage funktioniert noch. Intruder Alert. Intruder Alert. Suche einen Schalter, um es zu deaktivieren. Intruder Alert. Das ist mir ein bisschen laut hier, hallo. Intruder Alert. Ja, Intruder Alert, wo... Oh, ich kann aber lange springen jetzt hier. Intruder Alert. Intruder. Gott sei Dank. Oh ja, herzlich willkommen zur Miko Moon Station. Und Junge, fliegt mal hier weit. Sehr schön. Ja, hier ist genauso viel Müll wie auf der Erde. Hat sich nichts geändert. So viel dazu, einfach mal auf dem Mond wohnen. Da wäre doch einfach nur die gleiche Scheiße wieder. Erzähl mir doch nichts. So, dann prügele ich hier erstmal alles windelweich. Ihr wisst doch Bescheid. Irgendwie muss man diesen Luftkanal doch nutzen können. Ja. Jetzt kann man ihn vielleicht nutzen. Aber zuerst. Oh, kann ich da auch? Kann ich doch einfach mal so eine Tonne mit hochschicken? Warte mal. Oh. Ui. Oh, die Tonne und ich. Wow. Wow. Danke, ich... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier ist ja wunderschön. Hier ist ja wunderschön. Moonshine. Feel free, drink more. Made in the moon. Na, nee. Das ist das ganze Story-Ding. Moonshine wird im Mond gemacht. Darum heißt der Moonshine. Dann hoffe ich mal, dass Jägermeister nicht auch in einem Jäger gemacht wird, ja? Wir können hier Lunavid herstellen. Ah ja, Steve. Wo denn genau? Ich kann eine Wasserpumpe und eine Zutatenstation spüren. Oh, Steve, ich kann hier auch so einiges spüren. Lass uns die Sorte suchen. Okay, Steve. Dann gehen wir mal zusammen ran. Hier liegen noch ein paar Pennies rein drinnen. Nee, hier ist alles frisch. Rooms Garden Lab. Boah, das wird ja spannend. Wer hätte gedacht, dass wir in diesem Spiel auf einer Weltraumstation sein werden? Ich hab's nicht kommen sehen. Das ist ja wundertoll. Was haben wir denn hier eigentlich für Einrichtungen? Ist ja eigentlich sehr schön, ne? Ist eigentlich wirklich sehr schön. Überlegt euch auch mal, ihr seid hier in so einem klassischen Diner auf dem Mond oder trinkt euch einen rein, dann droppt ihr das Bierglas. Es ist Wurst. Ihr könnt es eh noch fangen. Ihr könnt es eh noch fangen. Du hast die 2 Sekunden, bevor das Ding auf dem Boden aufknallt. Und dann wird es auch nicht zerschellen, weil dafür ist es zu schnell. Das wird sich einfach nur in der Luft verteilen. Und dann kannst du es easy Bier aus der Luft schlürfen. So. Hier ist zu. Dann springe ich doch einfach über den Counter rein. Ist doch gar kein Problem. Das geht nicht. Das ist jetzt aber unrealistisch. Das ist jetzt unrealistisch. Na gut. Was ist mit den Lampen? Die kann ich nicht zerprügeln. Die bleiben, wie sie sind. Gut. Was ist hier mit dieser komischen Couch? Die kommt weg. Die besteht natürlich nur aus Metall. Hier ist ein Mikroshop. Davon habe ich nichts. Ich kann ja mal... Heiß! Ich weiß tatsächlich nicht, ob mir das viel bringt, ne? Um ehrlich zu sein. Weil ich find's doch eh oder find's gar nicht. Also, wenn ich's mit dem Ding nicht finde, dann ja auch ohne nicht. Nee, was sag ich nicht für Blödsinn? Also, nee, was ich meine ist, wenn ich zwar weiß, wie ich rankomme, nee, andersrum, wenn ich sehe und ich weiß, wie ich rankomme, dann hilft mir auch das Ding nicht, weil normalerweise sieht man ja die ganzen Items relativ... Ah, gut, die Küchenschlüssel. Genau. Rein in die Küche. Das Ding nehme ich natürlich mit. Das nehmen wir alles mit. Onkel Billy, wir nehmen den ganzen Moon-Möbel, die nehmen wir mit. Jetzt habe ich irgendwas geschaltert. Da werde ich mir gleich mal angucken, was das war. Zuerst wird hier aber aufgeräumt. Wir nehmen hier den maximalen Ertrag raus, denn auch auf dem Mond ist Looten das Beste, was man tun kann. Die haben aber auch wirklich genau den gleichen Blödsinn wie auf der Erde, ne? Da haben sich, hat sich wirklich gar nichts getan. Nichts hat sich getan. So, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Was genau? Ah! Der Cosmo-Anzug, den kann man zusammencraften, das habe ich schon gesehen. Dann hat man nämlich so ein Outfit wie Onkel Billy. Ich finde es nur interessant, dass ich ihn zusammencraften muss, weil... Naja, ich habe ihn ja schon. Also ich bin ja mit dem Ding hergekommen. Hier ist noch Baustelle im Übrigen, das ist auch okay. Und Zement besteht auch nur aus Metall, das wissen wir. So, dann hätten wir das hier. Hier ist auch alles fresh. Das ist also gelootet. Gelootet, gelootet.
It should work. Dann kann ich jetzt hier rein wahrscheinlich. Nee, komm ich nicht rein. Sag mal, Steve, hast du vielleicht mal ein Passwort? Wir können hier Luna wieder herstellen. Ja, ja, das hält. Ja, ja, laber mich nicht zu, Steve. Ich weiß. Oh, hier war ich noch nicht drin, ne? Ich kann eine Wasserpumpe oder eine Zutatenstation spüren, Steve. Steve, ich kann hier auch einiges spüren. Vor allem die Schwerkraft. Und ich hoffe, dass Onkel Billy nicht schon wieder einen Flitzekacke kriegt. So. Weil dann wird's eklig. Weil hier ins Klo. Oh. Ui. Oh, den stelle ich mir bequem vor. Hör auf. Überlegt euch mal, ihr habt hier vielleicht einen flotten Otto. Und dann hast du aber das Problem. Oh, Überwachungskameras. Dass das Zeug ja auch runter ins Klo muss. Aber da kommt es ja nicht so gut hin, ne? Hm, eine Keycard. Was habe ich denn jetzt gekonnt? Oh, die Tür ist aufgegangen. Gut, dass man das auch sehen konnte. Da oben. Da oben kann man. Kann man da oben auch hin? Wie komme ich da hoch? Da ist überall Glas. Hier ist kein Glas. Hier ist Karglas. Kein Glas, Karglas, egal. Und die Leiter da hat doch was zu sagen. Oder habe ich mir schon wieder alle Möglichkeiten verbaut? We will see. Das Ding kann ich... Ah, das Ding kann ich doch bestimmt anlehnen. Oh, dreh dich mal. So. Ja, lass mich mal auf dich drauf hier. Lass mich doch nicht meins hier besteigen. So. Das muss doch gehen. Warte mal. Hm. So. Jetzt da hoch. Und jetzt hier hoch. Jawohl. Wer hätt's gedacht? Gekonnt ist gekonnt. So. Aber hier gibt's irgendwie nichts von Wert. Das wäre doch mal schön, wenn hier dann auf so einem kleinen Geheimen Projekt hier oben, dass da noch was stehen würde, was ich mitnehmen kann. Dem ist aber nicht so. Warum nicht? Warum steht hier nichts Schönes? Was soll da... Oh, kann ich da... ja. Oh, ich kann hier tatsächlich hin. Nicht schlecht. Gibt's hier was zu sammeln? Hier gibt's gar nichts. Ja, was soll da... Oh. Stimmt mir... Ah, scheiße. Wir suchen ja auch noch das goldene Klopapier. Niemals vergessen. Niemals vergessen. So, da hoch. Entschuldigung. Ich möchte bitte noch einmal hier nach oben... Hallo? Sag mal, habe ich irgendwas falsch gemacht? Lass mich doch mal jetzt hier. So, genau, so, genau. So, dann nehme ich das auch noch mit. Dann ein beherzter Sprung nach drüben. Dann nicht durch die Decke fallen. Habe ich davon jetzt was hier nochmal? Hm, in der Mitte? Nee, hier ist auch nichts, ne? Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann geht es in die Garden Station. Vorhin einen Schrott hier mitnehmen. Und weiter im Text. Oh. Oh. Und auf den Bums. So. VIP Rooms. Die VIP Rooms. Oho. Ja, was gibt's denn hier zu sehen? Schlüpfrigen Schweinkram? Oder was wird in den VIP Rooms hier sonst gemacht? Hä? Ich werde hier auf dem Mondschneiz auch noch ein paar Mal. So, schauen wir mal. Oh. Der milchige Ozean. Oh, so milchig. So, alles verprügeln hier. Wundert mich, dass die Dinger nicht aus Metall sind. Den nehme ich mit. Oh, das ist das erste Mal, dass wir hier auch einen Laptop mitnehmen, ne? So, warum hängen denn hier eigentlich die Car Science? Warum hängt das denn hier alles? So, den Schrott nehme ich natürlich mit. Den Schrott nehme ich auch mit. Das muss aber auch hart sein, diese Metallsofas, ne? Hör auf. Oh, schick. Die Miko-Bettwäsche. Die würde ich mir auch aufs Bett ziehen. Wie heißt es dann? Miko, it should sleep? Hm? Oder it should cozy? It should work. Bleib dabei. Okay, hier ist... Machen wir einen Huhn. Heiß. Es ist heiß hier. Aber wo? Also das Ding hilft mir wirklich original null, habe ich das Gefühl. Hier ist auch nichts. Ich suche ja auch noch Fröschlis. Die habe ich... Oh, eine grüne Medizin, die nehme ich auch mit. Eine Aloe Vera. Da ist was Grünes unter da. Unter dem Boden. Hier ist noch ein Wäschesack. Ah, hier rein. Das Badezimmer.
mit, also, die haben es auch nicht untertrieben, hier eine ganze Menge reinzuknallen, was, wo überall Mikro draufsteht. Ne? Es hört ja nicht. Oh, die Kerze war klar aus Metall. So, hier ist auch nichts mehr. Ich kann die ganze Toilette mitnehmen. Jawohl. Jawohl, pack die ein. Jawohl, jawohl, jawohl. Das finde ich gut. Die packe ich sehr gerne ein. Ich glaube, die nimmt mir Sebastian ab. Ich glaube, der muss mal. Und wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich Onkel Billy mir abnehmen. Weil der muss ja anscheinend noch ein bisschen öfter und explosiver. So, was haben wir hier? Sun, Status, Land. Nee, das ist das Sir. Oh, hier wird gelockpickt. Warum denn so ein einfaches? Als ob ich das nicht schon mit hätte. Jawohl. Fummel ich mich mal dort rein. Water Pump Station. Was ist denn hier los? Die... Ach, hier fehlt... Hallo? Steve! Wenn wir den Druck ausgleichen, sollte das Wasser wieder fließen. Okay, woher habt ihr denn das Wasser? Woher ist denn das, Stevie Wonder? Woher ist denn dein Wasser hier auf dem Mond? Sag doch mal. Hast du mitgebracht? Oder kommt es hier auch genauso aus dem Wasserhahn? Hm? Habt ihr einfach eine kurze... Das wäre ja Blödsinn. Überlegt euch mal. Kleines Wasserrohr bis zum Mond. Folgt, der dreht sich ja. Ne, egal. Ist Blödsinn. Was ist das denn hier? Hellstorm-Abzug. Den nehme ich natürlich mit. Der wird sowas von weggecraftet, als gäbe es keinen Morgen. Schön. Und auch zerprügeln. So. Hier drüben ist noch ein bisschen Pfand. Auch das wird natürlich einkassiert. Ich habe schon 1100 Holz. Ist das schön? Ist das schön? So. Kann ich die abnehmen? Nee. Und das muss ich aufdrehen. Also suche ich nach so einem Rädchen hier. Die Kippenpackung nehme ich noch an mich. Dann gucken wir noch mal, wo das hier ist. Oh, hier läuft ja eine nice Mugge. Oh, Entschuldigung. Das ist schöner Western Trap. Da kannst du richtig gut Rap draus machen. So, die Glotze nehme ich mit. Ich hoffe, die spielt nicht den Ton ab, weil sonst haben wir gleich keinen mehr. Doch, tatsächlich. Na gut. Das war mir eh zu hip. Aber das werden wir dann auf der Erde nochmal schön blästen. Was machen die denn da drüben? Was feiern die denn da für eine Party? Das ist ja auch nicht mal ein Obelisk. Was ist das denn? Das ist einfach nur ein Tetrapack-Nalvis. Na gut. Oh, schöner Teppich. Die Teppiche sind cool. Das Handtuch auch. Aber ich würde gerne mal so eine Kurbel finden. Die brauche ich nämlich ganz dringend. Sonst das Klo nehme ich an mich. Die Vase ist Schrott. Das ist aber schade. Okay, hier ist... Oh, hier muss ich auch mal reingucken. Nee, hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Schrott an mich nehmen, den Rest zu Hause. Warum ist denn dieser Stuhl aus Metall? Oh, Lampe Light Bright. Nehme ich mit. So. Jetzt habe ich ja im VIP-Bereich so ziemlich alles gefunden. Sage ich jetzt einfach mal so. Oh, aha. Nee, lass mich mal. Lass mich mal da ran. Oh, gut. Oh. Nicole Garden. Ich höre Klopapier. Das ist bestimmt da oben drauf. Ja, tatsächlich. Oh, schönes Klopapier. Ich komme... Oh, was ist das denn hier? Ja, ein Priester. Das muss ja ein Wahnsinnsding sein. Oh, die kann ich bewegen. Which is good. Da baue ich mir also eine Rampe. Das lasse ich zuerst passieren, dieses Klopapier. Bleibt nicht untouched. Das wird sofort in meinen Besitz übergehen, sage ich euch. So, Moment. Hier einmal draufgestellt. Draufgestellt. So, erster Schritt zum Klopapier ist getan. Nein! Brauche ich noch eine Bank. Ich brauche noch eine Bank. Die könnte es werden. Ja, die könnte es werden. So, die lege ich erstmal da oben drauf. Hältst du da? Gibst du runter? Nee, du bleibst da liegen. Ja. So. Dann einmal dahin gehüpft.
So, und hopp. Jetzt einmal hier mit nach oben. Die Bank lässigst hingestellt. So, oh nein, 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 nein. Warte, das mach ich mal so. Moment. So. Ja, so kann man es doch erstmal anbieten. Jetzt wieder zurück. Dann hier nach oben. Dann hier nach oben. Nach oben. Dann einmal umdrehen. Ja, so, dass du auch ordentlich stehst. Auf die Bank. Und ab ins Glück. Jawohl, da ist das Ding. Oh, schön, das tut so gut.